Die Angst vor bitteren Zucchinis. Einige Menschen sind ihnen auch schon zu Opfer gefallen. Wird dein Blut auch eiskalt, wenn du ein bitteres Kürbisgewächs isst, weil du im Hinterkopf hast, du könntest der Nächste sein? Meist ist der nächste Gedanke, dass sich irgendein Zierkürbis in die Zucchini oder auch in die Gurken reingekreuzt hat. Denn einige Zierkürbissorten enthalten diese Bitterstoffe. Warum es doch etwas unwahrscheinlich ist, dass sich in einer Zucchini ein Zierkürbis mit seinen Bitterstoffen reingekreuzt hat und dass es bei einer Gurke so gut wie gar nicht möglich ist, erfährst du in dem Video. Kürbis, Melonen, Gurken und Zucchini gehören zu der gleichen großen Familie der Kürbisgewächse und einige von ihnen teilen ähnliche botanische Eigenschaften, wodurch sie sich auch verkreuzen können. Innerhalb der Familie der Kürbisgewächse gibt es auch Unterfamilien, zum Beispiel bei den Kürbissen und auch bei den Zucchini. Bei den Kürbissen gibt es die Cucurbita maxima, wo auch der berühmte Hokkaido von uns da mit dabei ist, oder zum Beispiel auch meine 850 Jahre alte Kürbissorte der Geto Okunosem. Geile Sorte. Cucurbita pepo, wo zum Beispiel einige Zierkürbisse, aber auch die Zucchinis mit runterfallen. Und die Moschuskürbisse, aber auf die möchte ich jetzt nicht eingehen. Die waren in Costa Rica richtig geil. Da ist das Kürbisgewächskultur dort drüben. Innerhalb dieser untergegliederten Kürbisfamilie können sich die Sorten miteinander verkreuzen, wodurch es auch möglich ist, dass sich die Zierkürbisse mit den Zucchini verkreuzen können und so mögliche Bitterstoffe in eine Zucchini landen können. Die Maxima-Kürbisse können sich nicht mit den Pepo-Kürbissen kreuzen. Auch deine Gurken nicht, denn die gehören zur Familie Cucumis. Wenn die bitter werden, dann liegt es meistens daran, dass sie einfach zu viel Stress ausgesetzt sind, zum Beispiel, weil du sie nicht genug gegossen hast. Deshalb gieße ich zum Beispiel eine Gurke alle 2 Tage, damit sie immer ordentlich Wasser haben, wenn sie die Früchte bilden, dass sie halt da keine Bitterstoffe bilden in den Früchten. Natürlich ist es auch etwas sortenabhängig, gibt Gurkensorten, die sind weniger anfälliger dafür, bittere Gurken zu produzieren. Kommen wir zurück zu den Zucchinis und ihre mögliche Bitterhaftigkeit. Ist das überhaupt ein Wort angemessen dafür? Wenn du Zucchinisamen bei deinem Saatgutlieferanten deines Vertrauten kaufst, wird es in der Regel so sein, dass die Sorten rein gehalten werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering, dass sich da jetzt eine bittere Zierkürbis reingekreuzt haben und dadurch dann deine Zucchinis bitter werden. Das bedeutet, wenn du das Saatgutpäckchen aufmachst, die Samen in die Erde reinlegst und dann wartest, bis eine schöne Zucchini rauswächst und die ersten Früchte daraus bekommst, dann werden die zu einer sehr, sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit nicht bitter sein und da wird sich auch noch kein Zierkürbis reingekreuzt haben. Erst wenn du dann dich dazu entscheidest, Samen von diesen Zucchinis zu nehmen und das, du machst dann das ohne Verhütung oder guckst drauf, dass die Sorten rein gehalten wird und die Bienen und andere Insekten auch trotz dieser Entfernung eine Verkreuzung verursachen können, dann kann es in seinem zweiten Jahr, dass du dann bittere Zucchinis bekommst. Der Giftstoff Cucurbitacin wird auch beim Kochen nicht zerstört. Und das einzige Ausnahme von diesem Scheißprogramm, was unsere Eltern uns beigebracht haben, dass man einen Teller leer essen soll, weil die Kinder in Afrika hungern. Nein, wenn es bitter ist, spuck's aus. Nicht weiter essen. Und verfälscht das Ganze bloß nicht mit irgendwelchen Gewürzen oder sonst irgendwas, damit du es gar nicht schmeckst. Es ist immer noch da. Vergiftungserscheinungen von einem solchen Kürbis kannst du dann folgendermaßen feststellen: durch einen vermehrten Speichelfluss, durch Übelkeit, durch Durchfall, Erbrechen, Magenkrämpfe und Herzrasen. Wenn du jetzt unbedingt deine Zucchinis vermehren möchtest, dann solltest du auf folgende Sachen aufpassen. Das heißt, dass du von den Cucurbita pepo am besten nur die Zucchini anbaust, damit du die Sorten reinbekommst. Und wenn unbedingt die Zierkürbisse vermeiden und vielleicht auch noch mit deinen Nachbarn reden, ob die irgendwelche haben, dass du da auch wirklich eine hundertprozentige Vergewissung hast. Und du solltest sie auch verhüten. Das heißt, man bestäubt die Zucchinis selber, tut halt dann die männliche Blüte in die weibliche Blüte rein. So Verhütungssäckchen um die weibliche Blüte, damit du eine sortenreine Zucchini hast. So minimierst du halt vorneweg, dass du dadurch im Sarg landest. Jetzt brauchst du auch keine unnötige Angst haben durch die Unwissenheit. Du weißt jetzt grob, wie die ganze Mechanik funktioniert und worauf du auch achten solltest. Wenn du jetzt noch mehr von der Pflanzenwelt und von Permakultur verstehen möchtest, hier noch spannende Videos, die du auch sehr gerne anschauen kannst. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß und Erfolg im Garten. Schönes warmes Wetter. Schöne Trauben.